Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Ja, es ist Nacht. Wir haben alle Aufgaben oder alle Blumen zusammen für unsere Aufgabe und begeben uns in den Moos, also quasi in den Furzmoosumpf. So. Da hinten hätten wir noch wieder ein Ausrufezeichen. Allerdings bewegen wir uns jetzt immer Stück für Stück voran und gucken, was wir alles so schaffen können. Da oben haben wir irgendwo noch etwas Finsternis. Genau. Ach, jetzt sehe ich, wir sind gerade bei unserem Hof. So. Ich schau, da können wir nämlich, hier sehe ich gerade, sind wieder ein Haufen. So. Ich würde sagen, die Kacke ist alles weg. Ich interagiere mit unserer Mülltonne. Inventartruhe. Okay, 9 mal Milch. Dann haben wir auf jeden Fall 19 Stöckern, 35 mal Holz und ein paar Kartoffeln. Sehr, sehr geil. Du hast Grofelmilch entdeckt. Ja. Sehr, sehr gut. Das würde ich sagen, lief doch wie am Schnürchen. Wir können uns ja bald noch einen zweiten Grofel besorgen. Und ich weiß nicht genau, ob er... Ihr hört das auch, oder? Ah. Warme Milch. Nice. Ein Geschenk von... Ja, ihr wisst schon wem. Das ist ja lässig. Könnt ihr auf jeden Fall immer sehen, dass hier auch Leute offenbar Dinge platzieren. Das sollten wir vielleicht auch irgendwann mal machen. So. Springen wir hier mal runter. Plupp, da sind wir schon wieder unten. Ich finde es übrigens sehr, sehr lässig, dass er offenbar die Lampe in den Regenschirm reinsetzt, wenn er anfängt, da runter zu springen. Dadurch hat er natürlich die Hand frei. Was das Ganze natürlich sehr lässig macht. Erstmal aufnehmen. Alles klar. Interagieren. Jo. Tada. No, Wifi. Verdammt nochmal. Es hat mir hier echt gefallen. Und dann kommst du und machst alles widerlich. Hm. Aber wie es aussieht, könnte dein Rucksack eine gemütliche Wohnung abgeben. Und du wirst es kaum verändern können. Gucken wir uns den kleinen Wifi an. Upp, da waren wir schon. Wifi. Wifi ist ja ein kleiner Fratz. Wifi ist ein älterer Geist, ohne Geruchssinn. Er hat keine Nasi. Das ist sehr geil. Wenn wir ihn hin und her bewegen, macht er die Augen hin und her. Wo es stinkt, je mehr, desto besser. Schwächlich. Okay. Nehmen wir ihn. Immerhin stinkt es hier nicht. Rock'n'Roll. Mit Klemme sprechen. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt zurück zum... Sehr gut. Wo ist der... Der Mottentempel. Den wollten wir uns als nächstes ansehen. Das sind eine Menge Blumen hier. Aber wenn er keinen Geruchssinn hat, warum fand er es da denn widerlich? Fand er es da denn widerlich? So ist richtig. Entschuldigung. So, dann schauen wir uns das mal an. Und können doch hoffentlich jetzt hier schick in dieser Gegend erstmal das ein bisschen hier
entfinstern, sodass wir hier weiterkommen. Probieren wir es mal. Sieben von neun. Okay, hier unten brauchen wir 7 von 9. Aber das war offenbar nicht unsere... Aber wieso haben wir hier unten 9 gebraucht? Hatten wir nicht 8? Oder... Na, ja, hier sieht man doch so süß. Hm. Gehen wir mal oben lang. Vielleicht war das hier unten auch gar nicht der richtige Punkt. So. Du. Wusch. Wir haben übrigens immer noch Winter. Tag 28. Interessant. Ich weiß, das sage ich ziemlich oft. Ich dachte aber, vielleicht kommt man hier eventuell hoch. Warum geht es hier so? Merkwürdig. Na, kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Aber ein kleines Stück müssen wir eh noch gehen. Dachte ich mir. Naja, wenn man so schlau ist wie ich, dann denkt man sich sowas. Uah. Kleiner Spaß am Rande. Muss natürlich auch sein. War der jetzt... War die Finstersause eigentlich hier? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Nee, hier kamen wir nicht hoch. Genau, wir mussten auf der anderen Seite hoch. Und dann haben wir quasi schon die Finstersause uns angeschaut. Und können die hoffentlich auch jetzt bändigen, so dass wir hier weiterkommen. Dann wollen wir mal. Hier geht's offenbar hoch. Du. Dann nehmen wir noch ein paar Lianen mit. Und 7 von 7. Flupp. So muss das. Aber 7 Geister haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Das ist schon mal... Wow. Schick. Voldro. Oh. Hallo Geisterseher. Du brauchst Seide? Oh je, die großen Seidenspinnenmotte sind alle weg. Seit dem großen Unfall haben Leute diesen Ort hier vernachlässigt. Der Kreis des Lebens wurde unterbrochen. Aber er kann wiederhergestellt werden. Bring mir Blumen aus allen Ecken von Gemäa und ich werde den Tempel wieder zum Blühen bringen. Ach du Heiliger, jetzt brauchen wir noch mehr Blumen. Das ist vielleicht... Naja. Das heißt, oh, wir haben ja alles. Nice. Gut, dass wir so ein guter alter Blumenjunge sind. Komm in 2 Tagen wieder und... Das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt sein. Aufgabe abgeschlossen. Es dürfen 2 Tage warten. Aber er ist so süß. Ich will ihn haben. Okay. In 2 Tagen sollen wir also wiederkommen. Bis dahin können wir uns ja die Gegend angucken. Warte 2 Tage auf die Seidenmotten. Wir können natürlich auch hier schick warten. Ich muss sagen, es ist ja quasi fast... Och ne, wir gucken uns hier erstmal die Gegend an. Du. So. Kannst ja ein bisschen auf der Karte mal hier umsehen. Die Ecke haben wir jetzt hier schon unten, ich würde sagen, fast soweit komplett hier ausgeforscht. Genau. Was haben wir hier? Häuten und Handeln. Rock'n'Roll, das haben wir hier. Holz für die Planken. Stein der Weisheit. Was ja auch immer für uns... Oder was er uns immer auch bringen mag. Genau, Händler. Da haben wir noch den Mackelfisch. Bobenstoff.
Gräberei. Aber wir haben schon gut hier was entdeckt, würde ich sagen. Diese Region haben wir jetzt noch nicht. Aber das können wir ja ein bisschen später machen. Ich würde sagen, hier haben wir auch noch ein ganzes Gebiet, das wir noch nicht ausgekundschaftet haben. Und hier hinten auch noch ein Riesengebiet, das ausgekundschaftet werden will. Und wenn wir hier auf der Ecke sind, können wir auch gleich hier die Sachen uns noch mitsnacken. Und Akuma-Oase und wenn wir... Wo war das nochmal? Goldsee, da haben wir gestartet. Bobenstoff, ich glaube... Ne, Bobenstoff. Ich glaube, ja, Bobenstoff hatten wir doch. Stein der Weisheit. Und... Noch ein Stein der Weisheit. Jetzt haben wir zwei Steine der Weisheit. Und die bringen uns aber noch nichts, würde ich sagen. Huch. Oh, ganz kurz. Ah, ja, 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 ja. Mal kurz uns anklemmen hier. Zack. Okay. Wow, wow, wow. Entschuldigung. Dann können wir uns nämlich die 8 Sonnenbrillen als nächstes besorgen. Da kommt ja, wir am Strand quasi uns auch wieder einen Geist besorgt. Weil wenn wir jetzt diesen Geist kriegen, schießt ein Feuerwerk ab. Das ist natürlich sehr, sehr lässig. Jetzt haben wir nur noch ein gelbes und ein blaues. Und sichern das Jahr weg. Das wird hier alles weggesenzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein bisschen looten tut immer gut. Zack, zack. Bisschen Stöcke sammeln. Ich frage mich trotzdem, was es sich mit den Steinen der Weisen auf sich hat. Also ich kann es natürlich googeln. Aber ich weiß nicht, ob euch das denn so hart interessiert. Okay, dann angeln wir eine Runde. So, weil was soll man machen, ne, wenn man aufwartet? Man geht hart angeln. Alter, der sieht ja riesig aus. Oh, oh, Junge. Du bist bestimmt gut viel wert. So, komm her. Lass dich fischen. Na? Der will sich einfach nicht fischen lassen, der Junge. Na komm. Komm, 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 beiß. Alter Vater. Nackelfisch. Nice. Wir haben einen Nackelfisch. Okay. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall... die Mission beenden, wo der Typ hinten seinen Nackelfisch will. Das heißt, wir haben wieder eine Mission voll. So muss es laufen. Na komm. Komm, Junge. Lass er sich fischen. So, komm. Einen zweiten Nackelfisch und einen neuen Rekord. Boah. Zieht es euch rein. Gleich 5 Sterne gekriegt. So muss es sein. Kriegen wir vielleicht noch einen? Ja, das ist nur ein kleiner Dippfisch. Zack. Kleiner Dippfisch, aber ein Riesendippfisch.
So, und dann warten wir eine Runde. Zack. Na komm. Der war ziemlich mickrig. So, ein bisschen weiter reinhalten die Schwimmer. Oder den Schwimmer. Jetzt hat er den großen verscheucht. Genau. Oh, der sieht schön groß aus. Na komm. Oh ja, jetzt haben wir ihn. Nice. Ich dachte schon, das wird nichts mehr und dass er keinen Bock hat zu beißen. Aber soll nichts heißen, ne? Er hat trotzdem gebissen. Und gleich wird er hart von uns geangelt. Na komm. Das ist ein richtig großer Brocken. Oh ja, ein Regenbogen-Glücksfisch. So muss das laufen. Okay, dann gucken wir uns das nochmal in der Enzyklopädie an. Was wir da alles haben. Ein Dipfisch hatten wir. Ein weit verbreiteter Fisch mit fast jedem Gewässer zu finden ist. Man sagt, er wäre eigentlich lieber an Land als an Wasser. Ein Spitzenfisch. Weit verbreiteter Fisch in Flüssen. Heißt so wegen seiner Spitze am Inneren der Flosse. Dann haben wir einen guten alten Nackelfisch. Ein äußerst wertvoller Salzwasserfisch. Speichert große Mengen Salzwasser und ist deshalb ewig haltbar. Und der ist verdammt groß. Okay, und zu finden ist er in Meeren. Regenbogenglücksfisch. Ein legendärer und wunderschön schillernder Salzwasserfisch. Hast du ein Glück? Nice! So muss es laufen. Ja, sei beliebig. Und ein charmanter Süßwasserfisch. Hallo. Ich bin charmant. Okay, warte 2 Tage. Einen Tag haben wir offenbar schon rum. Den 2. Tag geben wir uns in der nächsten Folge. Und dann geht es nämlich auch weiter. Also bis dahin, haut es mal rein.